Ja, guten Tag allerseits. Ich begrüße Sie herzlich zur Medienkonferenz, einen Tag vor dem Europa-League-Spiel gegen Sporting. Wir begrüßen die Gäste aus Lissabon und natürlich alle anwesenden Medienschaffenden der Schweiz. Ich begrüße unseren Cheftrainer Raphael Wicki und unseren Torhüter David von Balmos. Raphael, darf ich dich bitten, einen personellen Überblick zu geben über unsere Mannschaft? Ja, bei uns fehlen verletzt Loris Benito und Kastriot Imeri. Und Meshak Elia ist auf der Rückreise vom Afrika Cup. Er ist jetzt in der Schweiz gelandet, wird jetzt zurück nach Bern reisen. Der Meshak wird sicher jetzt noch von der medizinischen Abteilung nochmals durchgecheckt, angeschaut. Und ich werde normalerweise auch nach der PK noch mit Meshak reden, ihn herzlich willkommen heißen zurück in Bern. Und dann werden wir schauen, wie er sich fühlt. Wenn keine Verletzung besteht, wenn alles okay ist, dann ist er morgen in der Gruppe dabei. Ansonsten sind alle Spieler zur Verfügung. Vielen Dank. Und jetzt bitte Ihre Fragen. Please your questions in English. Oder auf Deutsch, mit dem Mikrofon gerne. Raphael, wenn du jetzt vom Druck redest, oder vom Druck reden, war der gegen Haifa viel grösser als morgen, weil das Spiel morgen nur eine Zugabe ist, oder widerspricht das einem, dem Sportlergeist? Ich denke, dass sich jeder Trainer und jeder Spieler immer wieder extrem viel Druck selber auferlegt. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir wollen gut spielen, wir wollen als Trainer, dass das Team gut spielt, als Spieler willst du gut performen. Deswegen ist der Druck von diesem Punkt sicher nicht anders als vor dem Haifa-Spiel. Aber klar ist es so, dass wir in einer anderen Situation sind als in den Playoff-Spielen. Wir sind verdient in dieser Position. Wir haben uns diese Spiele verdient durch eine gute Champions League-Kampagne. Und natürlich ist die Ausgangslage anders als in den Playoff-Spielen, das ist klar. Aber trotzdem werden wir da auch wieder alle zusammen das Kribbeln im Bauch haben vor dem Spiel. Trainer, Staff, wie die Spieler, wie auch gegen Haifa. Nächste Frage bitte. Yes, please. Hello, in English, Bruno Fernandes from newspaper Record Portugal. What do you know about Sporting and what have you heard about Victor Gyökeres, the striker who is scoring a lot of goals, making a lot of assists? What do you hear about him? Well, obviously, we know a lot about the team. We analyze the team. We know that Sporting is a very very, very good team. We respect Sporting a lot, like we respect every opponent, and we analyze them, we prepare. And I'm obviously also aware of the striker that he scores a lot of goals. But to be honest, in my preparation of games with my team, I do not speak about individual players because there is always more than one or two players who are in a team. That's the same case with Sporting. There is a lot of good players, not only one, but of course my players become a lot of information with either video clips from my assistant or from video analysts about the individual players. But in our preparation for this game, we're not talking about only one or two players. Vielleicht eine Frage an David. Das Stadion ist morgen ausverkauft. Was erwartest du für eine Stimmung und für ein Spiel morgen? Ja klar, ist natürlich immer speziell, zu Hause zu spielen und ein volles Haus zu genießen. Ich denke, es liegt am Schluss auch an uns, dass der Funke gleich auf die Fans überspringt und da sind wir gefordert, damit wir wirklich das Feuer entfachen und wir haben schon sehr schöne Nächte hier erlebt und ich möchte das morgen auch wieder. Nächste Frage bitte. Yes, Englisch. Rafael, hi. Marco Souza, Sport TV Portugal. Is the pitch question an advantage for you and your team because Ruben Amorim, the Sporting coach, has some concerns about it? Look, we have these questions quite often when we play international football here. I cannot give you an honest answer. The only thing I know is that this generation of players
they all grow up on the artificial turf when they are 12, 13 years old until like 18, 19, when they make the jump into the first team. All of these players play on artificial turf. I think even you guys in Portugal, you probably have artificial turf for the youth teams. So I don't think that is something completely new for 99% of the players. Said that, I think they're all good players with the ball technically, and it's maybe something they don't experience every single weekend, but it's not something they've never experienced. So this is the answer I can give you. I do not have the final answer to this. It is what it is. We play in artificial turf. Yeah, we have to deal with it. Zweite Reihe. Ja, Frage an Defo. Die Erinnerung an Leverkusen, das einzige Mal, als IB im neuen Jahr eine K.O.-Runde überstand. Damals waren Spieler dabei, die jetzt zum großen Teil nicht mehr dabei sind. Du warst dabei, einer der Entscheidenden. Ich erinnere mich an eine Parade gegen Schick und sicher noch eine zweite Entscheidende gegen Leverkusen. Nimmst du da noch etwas mit jetzt oder ist das wirklich alles schon völlig vergessen und vorbei? Nein, natürlich. Die Erfahrung, die nehme ich mit. Und das ist auch etwas, was ich jetzt unter der Woche versucht habe weiterzugeben. Genau diese K.O.-Spiele. Ja, da habe ich gewisse Erfahrung und klar, es ist eine sehr schöne Erinnerung an Leverkusen, aber morgen wird sicher ein anderes Spiel auf uns zukommen. Nächste Frage, ja. Ja, und dann gleich nochmal davor. Im Spiel in Lugano ist mir aufgefallen, in der Pause hast du dich fürchterlich über den Ausgleich aufgeregt, hast dann noch die gelbe Karte kassiert. Was ist da genau vorgefallen? Das war eigentlich etwas Kleines zwischen mir und dem Schiedsrichter, weil ich ihn auf etwas hinweisen wollte. Völlig zu Recht hat er mir die gelbe Karte gegeben. Ich war wohl etwas zu energisch auf ihn losgesprintet und habe das auch sofort akzeptiert. Und das ist alles vergessen. Nun liegt der Fokus voll auf morgen. Also noch um ganz kurz nachzufragen, dass ich da nur über den Schiedsrichter aufgeregt, nicht über die eigene Mannschaft, dass ihr das Tor kassiert habt, das ja ziemlich unnötig war. Nein, es war einfach die ganze Situation kurz vor der Halbzeit, gewisse Entscheidungen vom Schiedsrichter und ja, da war ziemlich viel Emotion dabei. Wie gesagt, das ist alles geklärt und wird mich nicht weiter beschäftigen. Raphael, Sporting ist ja Leader vor Benfica oder punktgleich mit Benfica. Welche Mannschaft kann man da erwarten morgen? Wie kannst du die ein bisschen charakterisieren? Ja, natürlich wissen wir, dass es eine sehr, sehr gute Mannschaft ist, technisch sehr versiert ist, eine Mannschaft, die gerne spielt, viele Situationen spielerisch löst, aber auch da einen Mix haben zwischen spielerisch und eben Physikalität, tiefen Läufe, Schnelligkeit. Also es ist eine Top-Mannschaft, das wissen wir, ein Top-Gegner mit viel Selbstvertrauen. Aber ja, das sind alles Informationen, Fakten über den Gegner. Da kann ich natürlich nicht viel kontrollieren. Ich kann meine Mannschaft nur vorbereiten, was wir machen wollen, wie wir ins Spiel reingehen wollen, was ich von ihnen sehen will, wie wir vor unseren Zuschauern auftreten wollen. Alles andere sind einfach Informationen über den Gegner. Vielleicht an Raphael oder Albi, ich weiß es nicht. Es ist noch ein Tag und dann ist der Transferschluss. Du brauchst sicher noch einen Innenverteidiger. Kriegst du den noch in dieser Zeit? Was weißt du da? Das müssen Sie an Steve von Bergen, müssen Sie sich da richten mit dieser Frage. Ich bin nicht für die Transfers zuständig. Natürlich habe ich Informationen, aber es ist nicht so, dass ich über die Transfers bei eBay Auskunft gebe. Der Wunsch ist da. Wir haben über diese Position gesprochen. Es kann sein, dass noch etwas passiert, aber wie gesagt, genaueres müssen Sie bei Steve von Bergen herausholen. Gibt es noch Fragen? Further questions? Wenn das nicht der Fall ist, besten Dank für das Erscheinen. Ich wünsche einen schönen Tag und spätestens bis morgen. Danke vielmals.
Merci. Merci.